Servus liebe Leute, all gut wie? Ich stand's mal wieder, euer Nordwatcher. Ich hab's leider nicht am Wochenende geschafft, das versprochene Video rauszuknallen, da ich eine neue Arbeitsstelle, wie gesagt, angefangen habe, mit 10 und 12 Stunden Schichten. Das vereinnahmt mich leider ein klein wenig momentan, aber das kriegen wir auch wieder auf die Reihe, dass es anders wird. Aber ich hab ja euch was versprochen, was ich euch jetzt präsentieren möchte, und zwar das allererste Eldrazi-Deck. Das war damals als Dual-Deck rausgekommen. Syndica vs. Eldrazi. 2015 ist das gewesen. Wenn ich mich nicht täusche. Dreh es bitte. Und? Ja, 2015, wie gesagt. Syndica vs. Eldrazi. Dual Deck. 60 Karten Deck. Möchte ich euch zeigen. Beginnend mit dem Oblivion Sower. Magma. Butcher of Malachi. It That Betrays. Consume the Meek. Helion Eruption. Ruined Servitor. Ich glaube, da ist sogar zweimal dabei. Ja, sag ich doch. Bloodthrone Vampire. Forerunner of Slaughter. Bloodrite Invoker. Dominator Drone. Normal Dominated Rune. Euch ist ja vollkommen klar, dass die normalen Uncommons sehr wahrscheinlich alle inhaltlich doppelt sind. Wie der Torchslinge. Cadaver Imp. Pawn of Ulamog. Vampire Nighthawk. Heartstabber Mosquito. Ich glaube, der ist zweimal. Ja. Inhalt Kult Hatcher. Ebenfalls doppelt vorhanden. Dreifach Ulamog's Crusher. Artisan of Kozilek. Forked Bolt. Double Mindstone, ebenfalls im Double vorhanden. Smother. Marsh Casualties. Induced Despair. Read the Bones, ebenfalls im Double. Corpse Hatch. Akum Refuge. Refuge. Sorry. Eldrazi Temple. Rocky Tar Pit. Und natürlich unser normalen Mana. Ja. Ihr wisst, was vorhanden ist. Ja, das war das Eldrazi 60 Karten Dual Deck aus 2015. Syndica vs. Eldrazi.